So, jetzt müssen wir erstmal wieder ganz hier so lang. Huch, da ist ja ein. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich dachte, wir waren hier schon. Hab ein! Ich dachte, wir waren hier schon. Upsi. Ich sag's nicht mehr, es tut mir leid. Dieses Mal nicht. Nicht mehr gestorben. Macht sowieso gleich erstmal nur aufheitern. Das machen die immer erst. Siehst du? Das machen die immer erst. Immer erst einmal aufheitern. Okay, falls der nicht überlebt. Mache ich lieber so, dass der wenigstens weg ist und nicht nochmal angreift. Weil das ist nämlich das Einzige, was Christina tatsächlich ein bisschen wehtut. Wenn ihr mal Christina angreifen würdet. Okay, das ist Gift, das weiß ich noch. Da ist Gift drinne. Dass sie immer einen Punkt überleben müssen. Das ist so fies. Ich wette, Taifu stirbt nicht. Der überlebt hat mit einem Punkt. Oh, tot. Cool. Magic. Ich hasse einfach alles. Naja, gut, da kommt Level up. Ich finde das cool, dass er so viel HP hat. Ich finde das total cool. Ich mag den. Machen wir mal lieber schwerer Schlag. So. Gut gemacht, Guter. Also ich habe doch keinen gefangen. Fängst du gleich eine, wenn du weiter so rumzickst. Da ist noch ein ganz schöner Weg bis dahin. Da haben wir noch eine Essenz. Die ist leer. Da wisst ihr, was nicht leer ist? Meine Rauchbomben. So nervig, dass die ständige zurückgehen. So. Auf ein neues. Wo sollen wir hin? Na ja, nach unten. Na unten. Am besten nicht durch so eine Dinger latschen. Nein, da nicht hin. Nein, da auch nicht hin. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Nach oben. Bin verwirrt. Laufen. Ja. Oh, Sushi. Ja, ich finde immer alle, ich finde alle Temtems süß. Okay? Ich finde sie halt einfach süß. Weil die halt echt schön designt sind. Die haben immer große Gulleraugen und sehen immer so richtig süß aus. Ist nicht meine Schuld, ich habe es mir nicht ausgesucht, ist aber trotzdem so. Jetzt will ich aber nicht. Ich dachte, Fahrrad gibt ein paar EXP mehr, weil er eine Entwicklung ist, aber der hatte auch nicht wirklich viel gebracht. Hui. Unten lang, hier rüber, da lang. Hier hatten wir gekämpft. Ein Sushi können wir fertig machen. Gott, ich mag keinen Sushi. So, das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Sushi ist nicht lecker.
Heute ist wieder Sonntag. Ihr wisst, was das heißt, ne? Besottos. Nein. Hä? Wie bist du denn hierher gekommen? Haben etwa alle außer uns diese Hakendinger? Ja. Aber die Frage ist, wie seid ihr hierher gekommen? Was wollte ich jetzt sagen? Heute kommen wieder die Welpen kommen mit Martin Rütter. Ah, das gucke ich gerne. Die sind immer so süß. Erinnere mich immer total an die ersten Welpen Erlebnisse mit meinem Hund. Das waren Zeiten. Das erste Mal Tapete abreißen. Ach ja. Hat sie einmal gemacht. Hat sie Schimpfe bekommen, das war's. Das erste Mal Socken aus dem Wäschekorb klauen. Und dann sie immer stolz wegtragen. Und man sich jedes Mal wundert, warum Socken angekaut im Bett liegen. Und ich immer Ärger von der Frau bekomme, dass ich meine Socken überall rumliegen lasse, obwohl das ja eigentlich der Hund war. Ach ja. Oder jetzt, wo ganz viel Schnee liegt. Sie liebt ja Schnee über alles, ne, Hündchen? Liebt Schnee über alles und ja. Mach mal tot jetzt hier den alten Piggity-Pig. Und sie buddelt da immer drin. Also sie wühlt da immer drin. Immer Kopf rein und dann immer mit dem Kopf alles durchziehen. Richtiger Schneeflugmäßig. Total süß. Ich werde dich melden. Wir brennen dein Haus nieder. Hey, da ist meine Mama drin. Voraussichtlich meine Mama. Oh, ich meine, wer sollte das sonst sein, wenn es nicht meine Mom ist? Das erste Mal an der Leine laufen. Wie verängstigt sie hinter eine hergetrottet ist. Wenn die LKWs kamen. Ach ja. Das sind schon immer schöne Erinnerungen an Tiere. Kann ich jedem nur empfehlen. Holt euch ein Tier. Und wenn es nur Filzläuse sind, ist egal. Nein, wenn denn ein richtiges Tier. Weil wenn ihr Filzläuse haben wollt, könnt ihr auch Filzläuse haben. Aber, ne? Ich glaube, mit denen wirst du nicht ganz so viel Spaß haben, wie mit einem Hund. Mit einer Katze hat man allgemein keinen Spaß, aber trotzdem. Oh, fantastisch. Das hat mir noch gefehlt. Erst wollen die beiden Idioten sich nicht mit den verdammten Haken abwechseln. Und jetzt latscht auch noch jemand von Widerstand einfach hier rein. Ey, der Skorpion ist gleich schon tot. Das kann ich jetzt schon... Ich mach lieber so. Ganz ehrlich, ich mach lieber so. Dass der Skorpion auch wirklich tot ist. Alter, darfst du vor mir angreifen? Was ist los? Mistvieh. Siehste? Siehste? Ich wusste es. Der überlebt hat. Ich wusste das. Ich hab euch gesagt. Deswegen boxen wir den jetzt. Weil nämlich ein scheiß Skorpion ist. Tot? Natürlich nicht. Tot? Natürlich. Oh, sogar wirklich. Oh Mann. Oh, ich hasse alles. Ich glaube, wir können gleich wieder zurück. Zwei Kämpfe, dann ist er tot. Ich lasse ihn jetzt da liegen. Ich habe keine Lust. Ich lasse ihn liegen. Der ist tot, ich lasse den liegen. Dieser ganze Einsatz war von Anfang an die Pest. So wie deine Mutter. Ja, Muttersprüche. Okay, einmal gegen Fritteusen Sottos müssen wir noch kämpfen. Ja. Ein-, zweimal vielleicht noch. Dann tauchen wir hier, gehen wir gleich nochmal wieder zurück und, ne? Weil ich habe gerade keine Lust mehr, dass ich mit ihnen hier weiter herumdödel. Ich habe da nicht wirklich Motivation zu. Schnapp den, er muss dieses Ding haben, die man zum Springen von Insel zu Insel braucht. Ei, ei, Sir. Ja, mein Hund kriegt auch immer Ei, ei. Oh Gott.
Das war jetzt doch süß, oder? Könnt ihr jetzt sagen, das war süß. Könnt ihr ruhig zugeben, ich weiß, ich weiß. Es war einfach süß. Die müssen wir hier noch züchten, da diese stachsigen Kristall-Dings das. Lebt noch. Lebt noch. Bin tot. Ich hasse alles. Oh, wirklich, ich hasse alles. Naja, Guldur macht das schon. Naja, gut, der ist schon mal weg. Naja, ist doch Gift. Gift hat getötet. Alles gut. Beschwer mich nicht. Gift hat getötet. Ja, Level up. Hey, Ausdauer. Nutzlos. Du bist nutzlos. Hey, ah, das ist... Ach, die Leute, die von den Belsottos sind immer so fies. Ich glaube, wir sind jetzt... Ja, wir können es endlich mit Tammy Tamminson hier. Da ist irgendeine Echse an der Wand. Was ist das für eine Echse an der Wand? Hi. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell zurück. Und nehmen Oceara wieder raus. Es tut mir leid, aber ich will einfach, dass er sich entwickelt. Ich will ihn jetzt einfach mal ein bisschen rannehmen. So, dann können wir hier hinten lang den Kampf nochmal machen. Ich sag, du sollst mit diesen Felsenhüpfhaken geben. Auf keinen Fall, der gehört mir. Na gut, dann sitzen wir hier eben fest. Nein, du sitzt hier fest. Wir sind doch ein Trupp. Wie sollen wir zusammen kämpfen, wenn du dich bewegen kannst und ich nicht? Dein Problem. Ich habe einen Felsenhüpfhaken von zu Hause mitgebracht. Du nicht. So sieht's aus. Auf den Myri-Inseln gibt es diese Dinger nicht. Wie gesagt, nicht mein Problem. Na dann hüpf doch davon. Wenn du den Widerstand alleine bekämpfen willst, bitte sehr. Was? Oh, das ist jetzt dein Problem? Ich unterbreche euch ja nur ungern. Ja, na klar, wir kämpfen gegen dich. Das ist noch nicht vorbei. Wie auch immer. Entschuldigung. Hey, Guldur! Er könnte natürlich, drinne haben. Boxsack. Hat er aber nicht. Es interessiert mich, was er sonst hat. Giftigen Abschied? Nee, auch nicht. Er hat bestimmt wieder Spiegeln. Nein? Neu? Spiegeln. Sag ich doch. Hab mich nicht geglaubt. Zack. Wäsch. Ja, fast Level up. Ach, das war jetzt wohl auch meine Schuld. Absolut. Okay, wir können ja mal gucken, was hier oben ist. Ich meine, wir kommen da nur so random hin. Da ist schon mal ein Gegenstand. Allheilmittel. Naja, Kälte, Verbrennung, alles brennt, alles verkältet. Vielleicht finden wir hier noch irgendein besonderes Monsterchen. Zum Beispiel den da. Naja, gut. Ist jetzt nicht so besonders, gebe ich zu. Gebe ich zu, wir sind alle enttäuscht. Kamelle. Schade, dass Usuchi das immer als gleich immer gleich stirbt.
Ist er gleich Level Up. Dann ist er gleich Level Up. Der Papunk. Ratatatatam. Hast du eigentlich jetzt noch Federn? Ja. Ein bisschen Verteidigung dazu. Dabei hast du eigentlich gar keine so schlechte Verteidigung. Gut, dein Spezial... Na, dein Spezialverteidigung... Ja gut, im Gegensatz jetzt zu Christina. Aber sonst... Eigentlich hast du gar nicht so eine schlechte Verteidigung. Warum bist du eigentlich so schwach auf der Brust? Das wundert mich ja ein bisschen, ne? Weil so schwach ist er ja gar nicht von den Verteidigungsdings das her. So. Christina einfach kaum noch EXP bekommt. So, dann können wir jetzt erstmal wieder Jans zurück. Also da oben hin zurück. Also zurück da oben. Hi. Wer ist diese Echse? Mach mich fertig eigentlich. Willkommen, der Herr. Moment, du gehörst nicht zu den Belsotto? Lange lebe der kisivanische Widerstand. Psst, nicht so laut. Bist du verrückt? Wenn die Belsotto mitbekommen, dass ich Vorräte an den Widerstand verkaufe. Gut, komm hier rüber. Was brauchst du denn? Kaufen. Allheilmittel, irgendwas. Äther? War ich gerade verwirrt, was Äther war, oder? Aber der hat nichts Besonderes. Der hat aber nichts Besonderes. So, ein paar Kuribos. Können wir eigentlich auch gleich fertig machen, weil im Endeffekt, glaube ich, sterben die so oder so. Das war knapp. Bin ich mal gespannt, ob das andere Kuri auch stirbt. Oh, Kameraderie hattest du und bist trotzdem tot? Naja, dann bist du tot. Kameraderie trotzdem sterben, ist natürlich auch bitter für ihn. Hallo? Warum bist du rot? Warum trägst du rot? Oh, Hauptmann. Noch ein Terrorist. Schnappt ihn. Ergib dich und wir werden dich verschonen, Kisivana. Oh, ein Hauptmann. Oh, 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 wir haben so Angst. Oh, guck mal, er hat einen Hauptmann. Oh, er trägt rot. Oh, Hauptmann. Nein, wir haben keine Angst. Vielleicht ein bisschen. Nein, dann immer ein bisschen. Null, nix, nada. Das ist bestimmt der, den nur dieses Skunsch gehört. Verdammtes Skunsch. Ich hasse dich, Skunsch. Weißt du das eigentlich, Skunsch? Du hast immer eine ziemlich hohe Verteidigung, habe ich das Gefühl. Schläft. Naja, Allergieschwall weckt wieder auf. Alles gut. Müsste eigentlich lang. Und dann so. So, Skunsch ist weg. Und Dendere müsste jetzt rein theoretisch auch weg sein. Gott sei Dank. Meine Theorie stimmt. Es ist alles richtig. Muha, muha, muhahaha. Okay, einmal Gift und einmal Water. Weiß nicht, was ich machen soll. Außer... Ich bin jetzt einfach knallhart. Knallhart tot. Aber theoretisch müsstest du auch tot sein. Tut mir leid, Christina, geopfert. Aber dafür bekommt Babunk alle EXP. Ich dachte gerade, er entwickelt sich, aber der hat noch gar keine EXP bekommen oder sonst irgendwas.
Der macht doch erstmal seinen Angriff. Sinnvoll. Hurra! Das hat so gut wie kaum EXP gebracht. War ja auch nur Level 30 oder so. Wässriger Wirbelwind. Tschüss, Babunk. Ach ja. Immer diese starken Viecher. Gott, oh Gott. Blöder Hauptmann mit seinen harten Dingern da. Au. Aber er ist kein Tank, wenn er das nicht aushält. Sehr gut. Ich bin so stolz auf dich, Gulder. Ich mag den. Ich finde den cool. Ich bin großer Fan von denen. Wie kann man nur so nutzlos sein? Er ist zu stark für unsere Temps, Sir. Ja, cool. Aber 800 Geld nehme ich natürlich gerne an.